Naja, die haben eine Zehntel so lange Zündschnur, die machen einfach nur. Ich finde die super. Bin schon so oft wegen Ach, den was Viechern für ihr. gestorben. Was eine super Auffassung von super. Ja, 1A. Alter. So, wir brauchen noch Türen. Ich glaube, ich nehme mal normale Holztüren, 2 Stück. Zumindest So, für jetzt den keinen Anfang. Laufback kriegen. Und ich Das muss muss. die Pumpe direkt über die Lava oder muss da ein Zwischenplatz sein oder wie sieht es aus? Die Pumpe muss hier. Also, du kannst die. Welche Pumpe hast du gebaut? Die Buildcraft-Pumpe? Dann kannst du sie direkt über die Lava setzen. Oder wie auch immer du magst. Buildcraft, ja. Denn die fährt unten einen Schlauch aus. Okay. Wow! Wird schon wieder dunkel. Mistiger Gast. Ja, Sind wir mit mir in der Hölle oder bin ich alleine hier? es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Ich bin hier in der Oberworld. Oh, Oberworld. Overworld. In der Oberworld, genau. Und baue immer noch brav an meinem Häuschen. Bin ich immer noch am Überlegen, wenn ich das hier nicht abbaue. Der Gas ist böse, der will auf meine Pumpe schießen. Ja. Der hat gemerkt, dass du ihm Energie aus seinem Dings abzapfen willst da. Deinem Reich. Das wäre eher was für Flo da denn. Ein Floder. Aus seinem Er ist nicht Reich. da. Will dir auch jemand was aus deinem Reich stehlen? Der kann schlecht zielen, der schießt immer über mich drüber. Jedes einzelne Mal. Schießt nicht auf mich, schießt über mich drüber. Ist ein blinder Gast. Eigentlich sind die manchmal ganz niedlich, die Viecher. Niedlich. Ja. Wie die immer so versuchen, total aggressiv zu wirken. In Oh, Wirklichkeit ich haben sie hasse eine voll den. total gute Seele. Und dann wie ein Baby schreien, wenn sie irgendwas abfeuern. Oh, jetzt bin ich fast tot. Hilfe, ich komme nicht mehr hier hoch, der hat alles kaputt gemacht, der komische Gast. Hilfe! Hilfe! Mann, ey, ich hasse solche Wer Viecher. möchte denn mal schlafen gehen? Ich gleich, ich suche Ja. kurz Yeah. Glowstone. Ich würde, aber ich kann nicht. Mein schrecklicher Gast bedroht mich. Ein Gas bedroht dich. Irgendwo hier mal Klostein. Oh, dieser Laufbug, ich hasse ihn so, ey. Ah, hier haben wir Glowstone, das reicht. Was denn? Nix? Ach, hast du was gehört? Wir haben nichts gesagt. Ja, schon gut. Oh, ich depp! Ah, oh, nein! Ich Sterben, sterbe hier. sterben. Du Never. musst auch noch rein in den Death Counter. Vorher steht Fee. Der deutsche Imperativ wird mit I gebildet. Schon viel besser, schon viel besser. Sterbi. Boah, der Gas geht mir so auf den Sack, ey. Dann garst du ihn doch. Sei nicht so garstig. Bist du irgendwie Germanistin oder so? Nein, aber Deutschlehrerin. Also nicht Ah. hauptberuflich, aber nebenbei. Laufbug tot, verdammt! Ja! Und ein weiterer für den Death Aber jetzt ist Counter. alles weg. Juhu! Warte mal, Raza. Warum hast du Bitte das Bett schön. geleftet? Was? Bitte schön. Du hast was in der Hand. Wieso ist der andere jetzt weg? Weiß ich nicht, je nachdem, wo du hingefallen Why you left the bed? Ich Da bin ja muss nicht in noch Lava jemand schlafen gehen. Wer will noch ins gestorben. in Bettchen? Erze, Pflanzen, Bettchen, alles aus Bettchen. Holz. Oh, ich hasse die Bettchen? Hölle, ey. Ja, ey. mach Die doch ganzen mal hier Maschinen, die ich nicht dabei so. hatte. Oh. Chill dich doch mal. Wie Nymphbombe. komm mal kill den Gas? Ja, noch nicht gehen. Lass mich noch ein Ansonsten bisschen. So einfach benutze kriegst du mich nicht ins Bett, Ansonsten Mensch. benutze ich ab jetzt nur noch den Dativ. Nein. Was? Der Dativ ist ein Genitiv, sei tot. Ah! Also mein Deathbomb ist irgendwo da unten. Bomb! Ja. Tschüss! Damit führst du auch mit die Top 10. Wenn man einmal stirbt, dann gleich mehrfach, sonst macht ja keinen Spaß. Mief, geh mal in die Hölle.
Was? Ja, sofort. So. Dann kommst du schon mal weg hier. Du. Ah, warum ist denn das Metal Creeper? Nirgendwo kann man hingehen hier. Was ist denn das für eine gefährliche Staffel? Oh Gott! Lava. Es ist Lava. Explodiert. Lava. Es ist nichts passiert. Sind hier Diamanten? Ist es explodiert? Da ist ja noch einer! Ah! Hört sich an wie ein Gewitter. Echt interessant auf jeden Fall, ja. Party, Party. Sevi, ja? Du musst da was reparieren. Ich weiß nicht mehr, wie man Tische baut. Welche Tische? Die kaputten Tische, die hier rumstanden bei der Smeltery. Na, die jetzt kaputt sind. Nicht ernsthaft. Ich kann nichts dazu. Nein, gar nicht. Warum solltest du auch schuld an sowas sein? Ich hab genau einen Erdblock gekriegt, geil. Ich hab die anderen, jetzt geh. Ja, ich kann ja nicht, was soll ich denn? Ich muss ja irgendwas haben, um mir eine Ausrüstung oder irgendwas zu bauen, damit ich da nicht sterbe wieder. Meine ganzen Items sind gleich weg. Oh Mann. Also nochmal reinrennen einfach. Vielleicht sind jetzt die Viecher nicht mehr so böse auf mich. Was, die Creeper? Nee, die Zombie-Pigmen haben mich gerade getötet. So. Ja, wenn du denen da auch die Sachen klaust, dann ist doch vollkommen normal. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch vollkommen. Ich würde genauso handeln. Ich würde den Rather direkt töten. Direkt auf die Schniss? Nee, direkt in den Popo. Oh, der Gas ist auch noch hier, ey. Und jetzt ist auch noch ein Magma-Schleim hier, der hier rumhüpft. Party. Der Zombie-Pigment ist auch noch da. Alles klar. Alles klar. Magma-Slime. Bin schon fast wieder tot. Eventuell hast du Glück, der, ich hab keine Kohle mehr. Der baut sich nach deinem Tod auf und alle Sachen, die da drin sind, die bleiben stehen. Nein! Und damit haben wir einen neuen Führer. Einen neuen Führer, so. Darum ich hab alles eingesammelt und ich baue mich in die Wand rein, um dann sicher zu sein. Und du hast das schon richtig verstanden. Frage, habt ihr da drüben noch Kohle? Kann jetzt mal einer mit in die Hölle kommen? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ich komme gerade raus aus meinem Hallo. Was? Kohle? Na, ich hoffe, sowas besitzen wir nicht. Warte, ich hab gerade Holzkohle gemacht. Boah, es wird echt, glaube ich, Zeit mal für einen elektrischen Ofen. Wir haben schon einen elektrischen Ofen. Aber echt? Und wir haben einen Pulverizer. Einen Pulverizer brauche ich nicht, ich habe meine Smeltery. Oh. Und ich habe Kohlessenz gemacht. Ja, was denn? Die Enderperlen haben wir übrigens umsonst gesammelt, weil hier waren welche. Der arme Helmut. Was bist du denn? Oh, sieht das cool unten aus. Komm mal zu mir, da sind gleich alle Items weg. Was denn? Moment. Ich lauf ja schon. Bitte schön, Kohle. Bin gleich draußen. Was ist das für ein Stein? Nee, natürlich nicht. Oh, der sieht gut aus. Der sieht schön aus. Oh. Erstmal alles hier raushauen. Nee, das nicht. Das war das. Sicher, dass das mit dem anderen Marble passt? Nee, ich komm jetzt. Meine Items verschwinden. Ja. Moment. Keine Ahnung, kann ich immer noch umändern, wenn es mir nicht gefällt. So, jetzt das die Seite noch. Mal eben hier. Mein Spitzhack lasse ich hier. Ich nehme nur mein Schwert mit. Ja, wenn ich sowas hätte, wäre schon cool. So, kriegen wir hin. Moment, sagst du. Wampf. Holen wir deine Sachen mal eben wieder. Zum Glück bin ich nicht weit weg vom Eingang. Ich führe die Statistik an, yay, endlich. Noch Zeit. Ging verdammt schnell. Kannst du mal was? In einer Folge, 3 Tode. Yay. Jedem wird's verdient. Finde ich, ist echt eine gute Statistik. Wir sind so stolz auf dich. So, hier raus. Komm hier, wo bist du? Ja, hier ist so viel Feuer, ich muss das mal eben wegmachen. Ja, mach ich auch gerade. So, und wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich bin vor dir. Ich sehe dich genau nicht, vor dir. Aber hier unten ist mein Deathpoint, hier unten. Und da sind, glaube ich, noch die Silberfische. Spring mal da runter, so, aber nicht in die Lava rein, bitte. Spring da mal runter. Ich sehe dich nicht.
Wahrscheinlich sammelst du noch irgendwo meine Items auf, aber das macht ja nichts. Mief hat er jetzt auch einen. Ja, er hat gerade meine XP eingesammelt, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Sind die Silberfische noch hier? Sieht nicht so aus. Okay. Wenn du mal deinen Rucksack, dann gebe ich erst hoch und dann gebe ich die Sachen wieder. Ich nehme meinen Rucksack jetzt. Okay, das war mal. Ja, okay. Haben wir jetzt alles? Ich sehe nichts mehr, was hier noch rumliegt. Doch, da liegt noch was, warte, ich muss mal runter. Nee, dafür gehe ich nicht runter. Was liegt denn da? Redstone. Meine Redstone-Fackel? Ich glaube schon, die hole ich aber sofort. Komm erstmal hoch. Ganz scheiß gegen kann. Wo liegen die denn? Das gefällt unten, mir. Ganz unten. Warte mal, ihr seht den. Ich bin ja eh schon ganz unten, also macht's auch keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt noch eben. Da ist auch mein Eimer, genau. So, jetzt komme ich wieder hoch. Da. Wo geht's denn hier hoch? Oh Mann, ey. Übrigens fehlt ein Endertank. Oh! Nee, einen darfst du noch haben. Den anderen habe ich schon verbaut. Achso, einen habe ich noch, ja. Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich nicht. Hey. Warte. Bleib stehen. Pass auf, du schießt irgendein Gas schon wieder. Ein Versuch. Du kannst mal durchs Haus gehen und die Dann Leiter hochkommen. Gehen wir mal hinten rein, komm mal hinten rein. Ja, genau. Eine Fledermaus, geil. So, hier sieht man zwar nichts, aber macht ja nichts. Ich sehe dich auch nicht. Ich hatte eigentlich vor, nach vorne versetzt. Fackeln, geil. Hier bin ich. Genau, fällst du noch nicht. Wackeln. Eine Kuppel. Ja, dann schmeiß auch mein Zeichen, ist egal. Quasi, dass es hier, also. Moment, wie kann es ja gar nicht gewesen sein, hoffe ich. Eins breiter machen und eins länger. Und eins. Oh, wie das schon wieder leckt hier, ey. Es gibt ja eine runde Kuppel bleibt. So. Jetzt wäre es ziemlich genau am Rand des Hauses. Au! Ich hätte noch Eisen machen. Hast du noch Eisen machen? Warum denn nicht so direkt gerade drauf? Nee, Eisenbahn weil das Haus nicht. Dafür nicht ja, ausgelegt dann sind ist. Ungefähr ein Stück Eisenbahn weg. Gut. Ich bin, es ist so, dafür, Pumpe habe ich, Redstone Engines habe ich, die vier Dinge habe ich. Richtung. Okay. Du beschützt mich jetzt, während ich das Ding aufbaue. Das ist auch die falsche Richtung. Ich möchte gerne. Wo willst du das denn aufbauen? Über Lava natürlich. Eigentlich wollte ich das vorne vor mich verbauen, aber da ist ja Gas die ganze Zeit. Deswegen Warum baue ich baust jetzt. Du das denn nicht hier unten? Ja, mach ich ja jetzt. Okay. Aber da fehlt schon Lava, wie man sieht da unten. Oh, jetzt bin ich da war ich mal Lava holen. Man lässt sich durch diese Geisterblöcke echt gut irritieren, irgendwie. Ja. Okay, Schiff drücken, sonst bin ich gleich wieder tot. So, das machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Ja, ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt einfach nochmal mein komplettes Haus umbaue. So. Jetzt oder auf spannend. Die Kuppelidee erstmal verzichte und ein Spitzdach baue. Das hier erstmal. Aber ich würde. Du hast doch noch Platz. Ja, müsste das Haus halt breiter machen, ne? Muss ich überlegen, ich brauche einen. Aber dann wahrscheinlich nur eine breiter. Moment, dann ist die mit. Kein Spitzhacke in der Hand, verdammt. Hau mir mal über mir das. Wenn ich eins breiter mache, ist die mit. Ich habe gar keine Spitzhacke mit. Ach so. Ja, das sähe auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen besser aus, als statt so eine schiefe Kuppel. Ja, deshalb ja. Weil die langsamer nehmen, damit ich nicht zu viel wegschlage. So wäre quasi. So, okay. Bin ich jetzt nicht mittig? Du musst noch Brot von mir haben. Nein, ich könnte nicht. Es noch eins breiter machen. Egal. Breiter nicht. Wie Brot? Brot weg. Naja. Oh, wo gehen wir denn hin? Am besten bauen wir das mal hier hin, würde ich sagen. Ja. Das wäre doch super. Brauchen wir 3x3 Fläche eigentlich. Eigentlich wäre es genau hier vorne quasi abschließend, weil die. Ne, ich gehe weiter raus noch ein bisschen. Richtig. Ich muss halt nur eins verschieben. Ja. Nur. Umso tiefer die Lage, umso besser. Mein schönes Glas. Wow. Hier rüber noch. Ja, obwohl. Nee, okay. Wenn du das mit der Dingens geschnitten hättest, mit der. Okay, so, wo ist die Pumpe? Ja, ich habe ja noch nicht alles Glas hier vorne glücklicherweise eingesetzt, wie man sieht. Pumpe. Dann hättest du es nämlich teilen können, weil wenn du das dann kaputt machst, Zack. Dann kriegst du das ja wieder. Ja, ich hätte ja auch Clearglas nehmen können, das wäre auch noch eine Option gewesen, aber gut. Ja gut, Zack. Dann werde ich wohl mein Haus mal eine Runde breiter machen. Und da muss ich die Tür wieder mit die. Oh Gott, das wird noch nervig. Okay, dann hast du aber nur Zack. Mal Einsatztür, ja. Ne? Und dann ist aber okay, damit kann ich sehr gut leben. Ich mag eigentlich Doppeltüren nicht zwingend, weil dadurch, eben stehen also ich mag eher ungerade Zahlen, ehrlich gesagt. So. Auch, wenn du dann, warst auf einem Server, hast Dinge deine Häuser auf ungerade Zahlen festgelegt und gehst dann auf einem Server mit deinen Gebäuden, die gerade Zahl Grundflächen haben. Das ist auch immer schön. Ja, das ist total spannend, denn auf jeden Fall. Denkst du direkt, kein Bock mehr.